Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ghost of Tsushima und dem Beagle. Ich möchte jetzt nach da oben hin, weil ich habe keinen Bock mehr hier durch den Nebel zu laufen und Dinge zu suchen, bin ich ehrlich. Das nervt mich auch ehrlicherweise. Das ist mit das Störendste an dem ganzen Spiel, durch den Nebel zu laufen und Dinge zu finden. Aber machen wir schon. Und wenn wir das haben, werden wir die Hauptquest machen. Nervt mich nicht. Hallo Geschichtenerzähler. Ist irgendwo in die Richtung, ne? Das ist ja auch, glaube ich, der letzte Teil der Rüstung. Und außerdem müssen wir, glaube ich, auch mit Yula agieren, um langsam mal so diese Legende... Wir haben noch eine Legende offen, die würde ich auch gerne holen, weil brennende Schwerter klingt schon geil, ne? Nein. Nein, 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 ich bin schon weg, ich bin schon weg, ich bin schon weg, der Geist ist weg, der Geist ist nicht da! Da unten ist was für mich. Tiere sind hier für mich. Ach, Entschuldigung. Wow, 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 wow. Ach. Ach. Ihr Hurensöhne, ey. Dafür lasse ich euch bluten. Das ist so ein bisschen dumm. Ruf sie ruhig alle zu mir, ist in Ordnung. Wenn das mal nicht eine geile Aktion von mir war, kommt auch nur alle Jubeljahre vor. Was mal? Habet Angst! Rennt vor Angst! Das war alles, was ich machen konnte? Ah, geh weg, geh weg, geh. Die beschützen ihre Bogenschützen, das was eigentlich ziemlich schlau ist. Ah, ein Bogenschütze, noch einer? Wo denn? Wo Bogenschütze? Wo Bogenschütze? Er rennt wie ein Feigling! Ihr feigen Säue, ey! Hier ist doch noch ein Bogenschütze. Hoppala. Viel Spaß beim Abstand. Nee, falsch. Das hier wollte ich haben. Nein, das hier. Ach, das bin ich. Aua. Wo gehst du hin, du Feigling? In die Mauer rein.
Naja. Dojo, Dojo, wo? Dojo? Ah, da oben. Den holen wir uns doch. Wo ist er denn? Scheiße, ey. Der ist da oben irgendwo. Ah, du Penner, bist irgendwo da hinten. Und dann ist das so. Wo bin ich denn jetzt hier konkret gelandet? Irgendeiner ist da oben noch. Den will ich auch holen. Ich weiß noch nicht, wo er ist. Naja, dann ist das wohl so. Ist das ein Gefängnis oder wie? Oh, warte mal. Was soll ich hier noch machen? Wo denn? Hallo? Aua! Wo denn? Da oben. Feigen Hunde. Ich glaube, ich habe relativ viel schon erledigt. Ihr feigen Hunde, ja, ihr feigen Hunde, ne? Sagen sich, wir sind halt Bogenschützen. Wir haben nicht hier im Nahkampf zu machen. Ich zeig euch, was ich davon halte. Nämlich gar nichts. Oh nein. Oh. Das war jetzt wirklich nicht so geplant. Er hat mich umgebracht. Ja, habe ich. Oh, oh. Wow, dass ich da noch ein Attentat machen konnte, das war pures Glück. Wo denn? Da hinten sind noch ganz viele. Ich kenne da jetzt nicht so viel. Oh Gott, aua. Mist, jetzt brauche ich das wieder. So gehört sich das. So gehört sich das. Kann ich nicht mitnehmen. Okay. Ja. So, wo sind denn jetzt die letzten? Was muss ich denn überhaupt machen? Ein von vier. Okay, wo denn? Hab ich irgendwo irgendwas übersehen? Kann ja nicht sein, dass das so gut versteckt ist. Ich meine, offensichtlich kann es schon sein, dass es so gut versteckt ist, aber hm. Gut, ich weiß halt einfach nicht wo. Ich weiß, ich muss hier überall lang gehen, um die zu finden. Das ist nicht das Thema, aber minimaler Hinweis, ob ich in der richtigen Richtung unterwegs bin, wäre schon cool. Hutschla! Hutschla!
Uko! Ich finde, das sieht immer aus wie ein behaartes Wildschwein. Ah, danke. Danke, ein Banner gefunden. Alter, ich habe die Hütte des Hauptklangs, glaube ich, gefunden. Hoi! Oh, oh Gott, der hat gut getroffen. Gebe ich zu, der hat echt gut getroffen. Es tut mir leid, ich wollte euch nicht umbringen, aber... Oh, was haben wir denn hier? Vorräte. Nicht. Oh, Gott sei Dank. 2 Sekunden habe ich schon gedacht, das funktioniert schon wieder nicht. Seht ihr, das meine ich. Schlauerweise gibt man mir einen Hinweis, wo ich hin muss. Damit ich nicht ewig im Rumsuchen bin. Weil, sorry, hier unten suche ich doch nicht. So, jetzt noch eins. Wo denn? Wind, sage mir was. Da hinten. Oh, da könnten noch Gegner sein. Also, aber nee, da war ich. Voll ignoriert. Das ist Jin, mach mal ein bisschen hin, ne? Yuna wartet auf uns. Rein. Aber... Bitte was? Ach, da. Zerstörenden Schwarzpulver. Das ist so. Bist du da vorne das Schwarzpulverfass oder? Nein. Okay. Ich finde das nur. Ah, nee. Hallo? Schwarzpulverfass, wo bist du? Ja nun, ne? Irgendwann, Leute, irgendwann. Hier oben vielleicht? Nee. Schwarzpulverfass, wo bist du? Ja, ohne Zerstören kann ich halt gegen den Anführer nicht kämpfen. Alter, wo ist das? Und das sind so Gründe, warum ich echt damals einen Cut gemacht hatte, auch für mich. So, das sind diese Momente, die man dem Spiel dann nicht so dermaßen Spaß machen. Also es ist was so Simples und ich finde es halt einfach nicht, weil ich nicht weiß, wo es sein soll. Weil mir dieses Zeichen dafür anscheinend nicht eingezeigt wird. Schön, dass ich aber genug Loot... Ah, Gott, ich sehe das Zeichen. Ich sehe das Zeichen. Winzig klein, aber ich sehe es. Ach, Jin, das war jetzt, weiß Gott, nicht hoch. Vollidiot. Irgendwo da, irgendwo da, irgendwo da. Geh doch dahin, geh! Oh mein Gott, noch kleiner hätte man das Symbol auch einfach nicht machen können, ne? Shit-Dreck, ey. Scheuert. Ein Schildträger, okay. Muss ich seine Leute etwa auch noch wachen?
Hoppala, da hat sich mein Laptop komplett aufgehangen. Aber die Aufnahme ist gerettet. Jetzt kann ich einfach nahtlos hier in den Bosskampf gehen. I'm so sorry. Rennt! Teil der Rüstung für Khotun Khan sein. Alle Teile der Mongolenrüstung. Alle Teile. Ich sollte zurück zu dem Lehrling. Jetzt hab ich alle Teile. Rennt! Rennt! Bevor ich euch auch noch umbringe. Dokshin. Dokshin ist Geschichte. Aber, ne? Dieses abgemagerte Pferd scheint mich zu mögen. Okay, dann zeig mal her. Plöpp. Drei Fragezeichen sind hier. Ich will sie alle haben, wenn ich ehrlich bin. Dann gehen wir jetzt hier hin. Wohin? Dahin, ja. Komme ich da überhaupt mit dem Pferd hin? Das ist eine gute Question. Eventuell komme ich mit dem Pferd dahin. Ja, da oben irgendwo muss das nämlich sein dann. Da vorne. Ah, Fuchs. Ich folge dir. Warte, kleiner Fuchs, du bist so schnell. Oh mein Gott, hier wäre das Pferd irgendwie besser gewesen. Der ist so schnell, dass er auf mich warten muss zwischendurch. Merkst du selbst, kleiner Fuchs, oder? Wo bringt er mich hin? Nicht da zum Klettern, sondern woanders zum Klettern. Jetzt macht der goldene Vogel mir auch noch Stress. Dankeschön, ich muss erst dem Fuchs folgen. Jin, streng dich mal ein bisschen mehr an. Hä? Achso. Da. Es wird kalt. Ich muss mich wärmen. Wo? Fuchs? Wo bist du? Wo ist er? Fuchs, wo bist du? Nein, wo ist der Fuchs? Da oben ist der Fuchs. Oh, Gott sei Dank. Ich war nicht so weit weggegangen. Aber also, wo führst du mich hin, Kleiner? Okay. Jetzt ist der Fuchs glücklich, er hat seine Aufgabe erfüllt. Wo bist du denn, Kleiner? Ich würde dich gern streicheln. Oh, natürlich tut ihm das wieder weh. Das kannst doch nicht sein. Du Lusche. Wir folgen jetzt dem Vogel. Auch wenn ich nicht so weiß, also... Der sieht aus, als hätte er schwer zu kämpfen, dieser arme Vogel. Ich muss mich aufwärmen. Ja, du rennst doch schon. Das ist wärm genug. Jetzt halt's Maul. Es wird kälter. Säule der
Bald. Ich brauche bald ein Feuer. Ein echtes Feuer? Er verbrennt? Ist das euer Ernst? Alter, ich sterbe gerade? Leute, was? Ist das euer Ernst mit Frieren? Pferd. Achso, wenn ich auf dem Pferd bin, macht das nichts. Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Ein bisschen jedenfalls. Naja. Los jetzt! Nee, keine Herausforderung. Nein, ist okay, ich bin schon weg. Bin schon weg. Oh Gott, nein. Ich gehe den anderen Weg. Ich bin sehr nah dran. Könnte das noch eine heiße Quelle sein? Das wäre schön. Ein Tier? Nein. Ist da runter, glaube ich. Ich sollte ein bisschen aufpassen, was ich hier tue. Da hätte ich gar nicht hinspringen dürfen. Cool. Okay, wie komme ich hier runter? Irgendwie, ich meine, irgendwo muss sie ja mich runterlassen. Warte, gib mir mal die Karte. Nein, oh, das war markiert. Wo kann ich hier runter? Oh Gott. Oh. Erfriert er jetzt auch wieder, wenn ich laufe, oder? Ein Legendenerzähler? Hat er ne? Seid vorsichtig, mein Herr. Dämonen sind überall und sie fürchten nichts. Aha. Doch einst lernten sie, die Geister zu fürchten. Na dann. Schnellreise. Mir fehlen jetzt halt noch... Was hatte ich gesagt, was mir noch fehlt? Mir fehlen halt immer noch 11 Füchse und 4 Quellen. Und diese 4 Quellen müssen halt irgendwo hier in diesem Gebiet sein. Und die werde ich halt einfach niemals finden, weil ich keinen Bock habe, den ganzen Nebel abzureisen. Oder abzuklappern, eher gesagt. Da hinten müsste der Typ sein mit der Rüstung, oder? Ist der Typ mit der Rüstung. Habt ihr von Josen gehört? Da hinten. Mein Herr, habt ihr die Rüstung gefunden? Ja. Der Feind wird die Arbeit eures Meisters nie tragen. Und die Mongolen haben für seinen Tod bezahlt. Das Wissen, dass seine Mörder niemandem mehr schaden, lindert den Schmerz. Ich wünschte nur, er würde mich ein letztes Mal lehren. Ihr könnt andere lehren. Ihr habt recht. Ich nehme einen Lehrling. Die Technik meines Meisters soll fortbestehen. Hier, lasst sie mich anpassen. Jetzt hast du meine Rüstung verändert, du Lemurensohn. Alter, komm. Was würde mein Onkel sagen, wenn er mich damit sehen würde? Ich werde das nicht tragen, ganz einfach. Gib mir meine Rüstung wieder. Oh, ist mein Stirnband. Und diese dämliche Maske.
lassen wir auch weg. Also wirklich. Hier ist ein Vogel. Was macht der Vogel hier? Ein schöner Bogen ist ein Kunstwerk. Vogel, wo willst du hin? Hör. Warte, lass mich... Ich weiß nicht, wo er hin will. Er fliegt so absurd. Will er wirklich dahin oder? Hä? Wo willst du denn hier hin, kleiner Vogel? Bist du etwa da oben hingesprungen? Ist der da oben hingeflogen? Also ganz nach da oben? Ist hier ein Fragezeichen oder wie? Hä, wo ist der Vogel hingeflogen? Vogel, wo bist du? Nicht mehr hier. Ich höre ihn auch nicht flattern oder so. Jesus Christ, Vogel, was willst du mir mitteilen? Ich komme da nicht hoch. Kann ich da rein? Nee, da rein kann ich auch nicht. Tempelsee. Wollte er mich vielleicht auf den... Nee, von hier bin ich doch gekommen, ne? Oder bin ich von hier gekommen? Senters Berggehöft. Da gehe ich jetzt hin. Ich weiß, Yuna und so. Oh Gott, was habe ich jetzt gemacht? Falschen Knopf gedrückt. Yuna und so, aber das lässt mir keine Ruhe. Es fehlt ja noch einiges. Also soweit ich das jetzt sehe, habe ich alles hier befriedet, bis auf den eigentlichen Platz. Was hat denn jetzt sein Onkel so Heroisches gemacht, oder ist das jetzt nicht mehr so wichtig? Hier ist das Gehöft, ne? Oder sehe ich das falsch? Ja, ja, ja. Okay, hier ist das Gehöft. Machen wir die Markierung weg. Bringt mir aber nächstes Gehöft. Ha! So lächerlich. Für die Stadt werde ich bestimmt wieder eine extra Aufgabe kriegen, wenn ich die so nicht regeln kann. Die haben mich ja richtig weggewämst. Weil wir jetzt hier so nah an der Stadt halt sind. Näher will ich da auch ehrlich gesagt nicht ran. Näher will ich da nicht ran, habe ich gesagt. Er geht da nicht mehr, ne? Izumo-Hafen. Ne, das geht nicht. Izumo-Cup. Das könnte gehen. Ne, ich glaube, das geht alles nicht, ne? Musste für alles darunter, korrekt. Schade. Auch der goldene Vogel ist hier nirgendwo. Was der eine goldene Vogel mir vorhin sagen wollte, weiß ich halt einfach nicht. Ich gestehe, das sind so Sachen, die mich an Ghost of Tsushima echt stören. Immersion ist gekillt bei sowas. Ich weiß, ich könnte jetzt einfach lockerlässig mit Yuna weitermachen. Gut ist, aber... Sie fördern halt den Entdeckerdrang nicht gerade. Sollen die da Mongolen da mal kämpfen, ist mir egal. Ist das ein goldener Vogel oder ist das einfach nur ein Falke, der verschwindet? Eher ein Falke. Hier ist aber echt gar nichts, also... Kein Vogel, kein Nichts.
Bin ich echt doof. Hätte man schöner machen können. Nee, ich dachte, ich habe jetzt irgendwas gehört und hätte jetzt ein Fragezeichen bekommen. Habe ich aber nicht. Ich bin einfach nur der Depp, der mir rumläuft. Reitet. Endlich mal als ansatzweise so irgendwo mal ein Fragezeichen oder so. Ich finde auch nicht, dass man jetzt, also ich finde, wenn ich auch nur ansatzweise in der Nähe bin, so dass man sagt, so okay. Lasst mich in Ruhe. Nein, lasst mich in Ruhe. Tschüss. Lass mich mal durch. Die versuchen echt ihr Glück. Da ist ein Iso-Tempel. Oder ein Schrein. Oh Gott, nein, nein. Nein, 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 nein. Alles gut, alles gut, alles gut. Wie schlimm wird's? Really? Schnellreise im Kampf nicht möglich. Ich muss die loswerden. Da oben? War ich da? Nee, da war ich noch nicht tatsächlich. Hier geht der Schrein weiter. Schneespitzenschrein. Habe ich denn jetzt ein Fragezeichen? Habe ich nicht bekommen, Fragezeichen. Darf ich gucken, wie da ich klarkomme, ne? Ja, ja. Holen wir uns den mal. Ist ja hoffentlich nicht zu schwer. Was man nicht alles für so einen Schrein tut. Wo muss ich hin? Das ist jetzt so die Frage aller Fragen. Schafft er das? Ja, das schafft er. Ups, jetzt kann ich hier hoch. Oh Gott. Das macht mich auch kaum nervös, ne? Au. Habt mir das Schienbein angestoßen. Die Wege werden auch immer ein bisschen komplexer hier, ne? Ach, da hinten. Hier. Am Arsch der Heide lande ich irgendwo, irgendwann auf einem Altar. Nun denn, ne? Den Altar machen wir noch und dann ist hier gut für heute. Walder. Walder. Jin, mach mich nicht schwach. Boah. Er macht mich nervös, bin ich ehrlich. Oh, da unten liegt noch was. Ah, den Schrein habe ich mir sehr hart verdient, wenn ich ehrlich bin, ne? Ah.
Wer baut das denn so? Ich sollte nicht den Göttern danken, die Götter sollten mir danken, dass ich bis nach da oben hingekommen bin. Ja, schön, dass ich jetzt hier einen Schrein gefunden habe. Nächste Folge dann Hauptquest. Ich wünsche euch einen schönen Tag und haut rein.